Arbeit Impro. Was Sie jetzt hören werden, ist komplett improvisiert. Nichts ist vorbereitet. Auf Basis einer Anregung führen die vier Improvisateure ein Gespräch, aus dem nahtlos eine spontane Szene entsteht. Viel Spaß! Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und herzlich willkommen zu Gute Arbeit Impro, Ihr herrlich verrückter Impro-Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen auch von mir und herzlich willkommen. Heute ohne Katja. Yeah. Yeah. Katja ist leider krank und wir müssen deswegen auf sie verzichten. Liebe Katja, wenn du das hörst, toi, toi, toi und gute Besserung. Mir ist mir immer aufgefallen, klingt nicht gute Besserung so, als ob man sich verbessern müsste? Nein, das ist nur anstatt, bei besser dich. Aber so, gute okay. Besserung ist so nett, ich aber finde, besser dich. Gute Besserung klingt so ein bisschen so wie, die muss sich erstmal bessern. Gute ja. So, damit sie nicht mehr zu sieht, krank zu werden. Ja, reiß dich am Riemen. Naja. Wir starten mit dem ersten Begriff und der lautet Rolltreppe. Ich war eben an der Rolltreppe und dann ist sie stehen geblieben. Ohne Scheiß. Da waren Leute. Ja, das ist mein Kindheitstrauma. Die ganzen Leute sind die Rolltreppe hochgefahren und dann ist sie stehen geblieben und dann haben ganz viele Leute sind einfach nach vorne umgekippt. Ja. Und es war so ein lustiges Bild. Ich war Gott sei Dank schon fertig mit der Rolltreppe. Wirklich? Die Leute sind umgefallen? Ja! Eine Frau ist umgefallen. Da war ich mal mittendrin als Kind. Die stecken geblieben und es war echt so, wir sind alle aufeinander gepresst worden. Und dann war mein Vater auf der anderen Seite. Wieso das denn? Ich weiß nicht warum, es war sehr traumatisch. Warum wird man denn zusammengepresst, wenn... Weil ich glaube, von oben die Leute ja nachkamen. Und die, ich weiß warum auch nicht. Warum denn? Keine Ahnung, es war auf jeden Fall. Sorry, Entschuldigung, ich finde das nicht spaßig. Hör mal auf, so ein Skeptiker zu sein. Das ist keine Freude. Hör mal auf, so ein Skeptiker zu sein, so ein Rolltreppen-Skeptiker zu sein. Weil ich habe Jahre gebraucht, um darüber zu sprechen. Und dann kam mein Vater und hat mich so rausgezogen aus der Menschen. Du meinst Aufzüge? Nein, ich meine schon eine Rolltreppe, auf der ich stand ganz alleine mit meinen sieben gewesen. Warum gibt es eigentlich nur Rolltreppen? Warum gibt es nicht andere Gegenstände in Rollform? Herzlich willkommen heute Abend zur Sitzung. Wir begrüßen auch die ein neues Gesicht in der Runde, die Lena. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Wir sagen immer ganz am Anfang, dass ihr euch frei öffnen sollt heute. Okay. Viele wollen euch sagen, Rolltreppen, Stehbleib, Traumata sind keine Traumata, sind keine echten Traumata. Ja. Das ist eine Lüge, die will die Gesellschaft euch aufoktroyieren. Das ist falsch. Das ist ein großes kann Problem. Kann ich aufoktroyieren? Wenn du oktroyieren sagst, da ist aufschieben. Ich habe ihn schon dreimal gesagt, dass sie nicht mehr zur Sitzung erscheinen sollen. Also. Unter anderem Leute wie dieser Felix. Ich gucke nur kurz rein. Ich bin nur kurz. Für mich macht es auch schwer, mich jetzt so zu öffnen, aber danke erstmal für die Einleitung. Nein, es ist wichtig, dass sie sich öffnen. Deswegen ja, ist es ein Problem, dass Felix noch da ist. Aber, okay. Also Rolltreppentraumata ist ein Problem. Ich kann vielleicht kurz aus meiner Vergangenheit erzählen. Ja, bitte, im Alter von drei Jahren ist eine Rolltreppe stehen geblieben. Und es ja, und dann passiert, dann bleibt man stehen. Dann bleibt man stehen. Die Fliehkräfte ziehen einen nach vorne. Eine Rolltreppe, die stehen bleibt, ist eine Treppe, die auch so als Transportmittel funktioniert. Sorry, ich gucke nur kurz rein. Ich stehe nur in der Tür. Aber ich gucke nur einfach, mich ärgert das einfach ein bisschen, okay, weil das einfach. Wenn Sie unsere Gruppe ganz kurz alleine lassen könnten, lassen Sie vielleicht kurz nochmal Lena erzählen, wie das passiert ist. Ich mache die Tür spaltweit zu. Ich gucke ganz kurz rein. Respekt vor der Gruppe. Ich mache die Türen spaltweit zu. Wir haben alle Rolltreppentraumata, die ganze Gruppe. Ja, also es ist auch für mich nicht so einfach, jetzt hier zu sein, aber es ist, also mir ist Folgendes passiert, kennen Sie vielleicht auch aus den Medien, es war ja ziemlich präsent. Ich bin mit zwei Jahren auf einer Rolltreppe stehen. Das große Rolltreppen-Debakel. Nein, das Problem war, die Treppe ist, ich war zwei, ich stehen geblieben und ich stand für 10 Jahre. Lappen, für 10 Jahre stand ich auf der Rolltreppe. Ja. Lauf das die Treppe doch ich hoch. Es ist immer noch eine Treppe. Ich habe 10 Jahre von 2 bis 12 auf einer Rolltreppe verbracht. Viele Opfer bestätigen, dass wenn man in der Rolltreppe stehen bleibt, auch nicht mehr, du denkst halt, okay, die Rolltreppe wird mich zu meinem Ziel bringen. Du verlässt dich auf deinen Kumpel. Ich konnte halt auf auch gar nicht. Das ist schon mal der größte Spaß, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Und dann Leute haben Care-Pakete mir zugeworfen.
Nur so habe ich überlebt, die 10 Jahre. Genau, und dann werden auch so Kissenstapel noch aufgebaut, wie wenn eine Flut herrscht. Das weiß ich auch nicht genau, warum das so ist. Aber wenn eine Rolltreppe stehen bleibt, das ist ein großes Problem. Viele haben dann diese psychische Störung, weil die denken, okay, die Rolltreppe bringt mich zu meinem Ziel. Und wenn sie damit aufhört, dann bleibt man stehen. Das ist ein Reflex. Und dann wird man auch noch dieser Quetscheffekt, der einsetzt, weil Leute nachkommen, die nicht mitbekommen haben, oh nein, die Rolltreppe ist ja stehen geblieben. Die haben das mitbekommen, die sehen doch, dass sie nichts mehr tun. Es entsteht eine Massenpanik in Mitte der Rolltreppe. Es entsteht keine Massenpanik, weil die Leute das verstehen, dass die Rolltreppe nicht mehr haben weitergeht. Haben Sie schon mal 10 Jahre auf einer Rolltreppe gestanden? Nein, weil ich nicht komplett bescheuert bin, weil ich einfach weitergehen kann. Boah, das ist ja wirklich... Können Sie da mal als Therapeut irgendwie intervenieren? Du bist ein Lappen. Ich fühle mich auch ein bisschen eingeschüchtert. Ihr seid alle Vollidioten. Ich habe viele Jahre Therapie hinter mir, aber Verein. Das... Ganz kurz, warum sind Sie hier in dem Therapiegebäude? Zu welcher Therapie gehen Sie denn? Hä? Zu welcher Therapie gehen Sie denn bitte? Ich bin im Gewürzraum nebenan. Die Gewürze sind kein Problem. Jetzt wollen Sie mir von dem Gewürztraumata erzählen, oder was? Okay, jetzt pass mal auf, Freundchen. Es gibt keine Gewürztraumata. Pass mal auf, Freundchen. Ja? Du musst mir nicht von einer scheiß Traumata-Geschichte erzählen. Ich war damals im Edeka. 91. Als das gesamte Gewürzregal zusammengebrochen ist. Kommen die mit der Edeka-Geschichte aus von Dienstlaken. Das war kein Problem. Dann gehen Sie einfach weiter. Sie ja, das war kein Problem. Hiroshima war auch kein Problem, Sie oder einfach, was? Sie vergleichen doch jetzt nicht das Gewürzdebakel von Dienstlaken mit dem Hiroshima. Sie können einfach die Nase zuhalten. Nein, so. Was da an Geruchsexplosion entstanden ist, das Aromaerlebnis, das war ungesehen. Ist doch etwas Positives. Sie, da müssen Sie doch eine Empathie entwickeln, wenn Sie selber ein Traumata haben, dass auch wir, also da muss man doch empathisch sein, wenn Sie doch wissen, wie dieses Gefühl ist, dass wir hatten. Gib mir das Salz. Gib mir das Salz. Wir hatten Geschmackswerte von über 100.000 Lecker. So. Guck mal, es passiert nichts. Ich habe ein bisschen Salz im Gesicht. Ist das so eine Schocktherapie? Ja, Schocktherapie. Kann man auch so. Gib mir mal das Oregano. Das Warum Oregano. Nichts im Verhältnis Oregano. Zum großen... Und Pfeffer? Ja, gib mir mal Safran vielleicht. Safran. Ich bin großer Safran. Kein Chili? Eine kleine samtige Note irgendwie. Das ist ein bisschen, was. Safran hier. Oh, Sie kriegen auch furchtbar Ausschlag jetzt. Das hat aber irgendwie was... So. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Hey. Hey! Hallo! Hey! Hallo! Gott, der hat noch gar nicht mehr. Achtung, wie geht's nochmal? Auf zwei! Und Staying alive! Staying alive! Staying alive! Er kommt wieder zu sich! Staying alive! Er kommt wieder zu sich! Er singt mit dem Kopf! Er fängt an zu tanzen! Er tanzt! Ja! Staying alive! Herzlich willkommen zurück im Leben! Muss man die Namen dazu sagen, von wem das... Meh. Okay. Von Jan. Ja, vielleicht. Von Jan kam das... Janni. Gut. Janni. Ich hatte mal einen Freund, der hieß Jan. Da war ich 16. Der kam aus Dortmund. Geil. Und was hat er so, was hat er so gemacht? Gekifft. Ja? Ich glaube schon, ja. Ja. Aber du bist ihm nicht, hast ihn nie überführt? Dessen? Nee, das war, ich war 16, der war 18, deswegen war das eh so fand ich das eh cool und hab da gar, also da hab ich hab da mal gar nichts gesagt, du. Du hast ihn auch dazu gebracht, so, damit er cooler wird. Trink mal hier ein bisschen mehr, trink also mal, kiff mal. Freunde, die sind ein bisschen kriminell, das finde ich echt besser, also knack doch mal ein Auto, dann mach mal irgendwas, aber so mit deinem Gymnasium und so ein bisschen langweilig. Ja, ja. Nee. Ja, man wünscht man sich als Mädchen, dass die Freunde kriminell, man will ja Bad Boys, oder? Ich hatte einen Freund und wir sind so in die Tankstelle gegangen und dann hat er mir halt Sachen da geklaut, ne? Und das fand ich irgendwie nicht mehr... Dir? Hm? Er hat dir Sachen geklaut. Ja, ja. Bei der Tankstelle. Playboy oder was ist das denn? Wie? Teddybär. Und das fand ich aber... Der war halt richtig kriminell, das hat er gemacht. Und dann hat er noch mit der Tankwärtin so einen Plauder-Talk gehalten, wo ich dachte, boah, wie skrupellos du bist. Und dann waren wir irgendwann einkaufen und ich habe sowas anprobiert und das war relativ teuer. Hat er gesagt, kein Problem. Ich steche die Verkäuferin ab, kein Problem. Ich tausche die Etiketten aus. Wow. Und ich war so... Mega cool. Schweig... Weißt du, also gegen was Günstigeres, ne? Und dann haben wir das so bezahlt und ich war so schweißgebadet und dachte echt, ich bin jetzt in so einem Kriminellen. Und der war aber so ein richtiges, so ein Ärzte-reichen Kind, also so ganz klassisch so, ne? Ein Rebell quasi, der sich so gegen die Eltern auflehnt. Ja, ja, und ja. Das war krass. Etiketten austauschen, so ein Kleid so, beep. Okay, eine Cola Light für 1,19. Was ist das denn für eine Verkäuferin? Okay. Weil die kennen ja eigentlich die Ware und die denken schon so, okay, das ist irgendwie... Ja, ja. Vor allem, wenn man aus dem... So, also mir würde es passieren, ich würde das falsche Etikett nehmen und noch mehr. Ja, 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 genau. Und dann sagen, nee, stopp halt. 51 Zoll Plasmafernseher, alles klar. Moment, hey, okay. Das ist ein Sie sehen, dass das ein Kleid ist, oder? Nee, du würdest es einfach trotzdem kaufen, weil du ja Angst hast, aufzufliegen. Begriff Etikettentausch. Ja.
Okay, Johannes? Ja. Also willkommen bei der Einarbeitung. Du machst ja gleich Kasse zum ersten Mal. Genau, ja. Genau. Musst dir gar keinen Stress machen. Es ist einfach wichtig, dass du Rückgeld richtig rausgibst, dass die Bons richtig sind, dass du die Belege von den EC-Kartengeräten, dass du die sammelst. Ja, und dass du natürlich weißt ungefähr, wie viel kosten die Waren. Ja? Warum? Das kommt doch, wenn ich, das macht doch Piep und dann sehe ich doch, okay, das macht jetzt 20 klar, Euro oder aber manchmal auch mal 80 ist das Etikett Euro. Ab, da muss man einfach ungefähr einschätzen können, wie teuer ist das. Du musst den Preis schätzen. Was heißt schätzen? Also ja, geschätzt dann, wird hier gar nichts. Aber kann ich dann nicht irgendwie so eine Nummer, muss ich dann nicht eine Nummer erfragen oder so, muss ich jemanden ausrufen? Weil ich habe keine Erfahrung. Johannes, ich bin ja auch noch da. Wie teuer ist denn so ein Gucci-Kleid? Ich weiß auch nicht, weißt du gar nicht? Nein. Aber war das beim Bewerbungsgespräch gar nicht Thema? Habe ich vielleicht ein bisschen geflunkert. Hast du ein bisschen geflunkert? Okay, kein Problem, du hast ja noch 2 Minuten. Geh doch bitte einmal rum im Laden und merk dir alle Preise. Okay, alles klar. Alles ist ja gerade auch noch ruhig, ist ja der Morgen. Ja, ist der Morgen. Genau. Merk dir einfach Gucci ungefähr 5.000. Ja. 5.000, okay, alles klar. Okay, unser Hausprodukt, das ist eher so 5 Euro, nur ungefähr von der Orientierung. Okay, diese Gläser sind kosten 2 Euro. So. Genau, die Gläser kosten 2 Euro. Das ist Festplatte kostet 80 Euro. Genau, wir sind hier, wir haben alles da. Okay, alles klar. Ja, ich denke, ich hab irgendwie gemerkt, okay. Ja, zur Not muss ich einfach ein bisschen improvisieren, aber ich glaube, das kriege ich schon hin. Das ist nicht so gut natürlich. Ja, okay, aber... Wenn das so ist, dann einfach mich rufen, ich bin im Hintergrund. Mhm. Ja, und heute helfe ich dir noch. Im Hintergrund, okay. Alles gleich. Ja, du hast ja dieses Headset. Ne? Okay, gut. Ich mache kurz Pause, aber ich bin da, Johannes. Okay. Gut, okay. Ist ja auch noch klar. Ruhig. Helena, gefällt dir das Kleid da hinten? Ja. Ah. Das ist richtig schön. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mir das ja gar nicht leisten. Das ist so krass. Ich hab da mal keine Sorgen, okay. Wie meinst du das denn? Jan findet deinen Weg raus, okay. Mit Jan, hey. Jan macht Fun, okay? Jan, das Jan steht für Fun. G to the AM? Okay. Okay. Ja, ich hey, psch, hey, Süße, bleib einfach ganz ruhig, okay? Entspann dich. Okay. Komm ein bisschen runter, okay? Okay. Soll ich irgendwas, irgendwie nur auf den Boden gucken oder keine Augen können? Okay, leg da einfach hübsch, das kannst du gut. Nicht kitzeln. Okay, soll ich auf den Boden gucken oder was soll ich irgendwas? Okay, ich nehme das Kleid. Okay. Hallo, guten Tag. Hallo, hi. Stört Hallo. Sie, wenn ich in einem Laden die Cap aufhabe, oder? Nee, bitte. Wir wollen einfach nur das Kleid haben. Okay, cool. Wir wollen einfach nur das Kleid haben. Weil ich würde sie auch tragen, wenn es verboten wäre. Weil das der Jan ist mein Freund und der ist... Nee, ist erlaubt, gar kein Problem. Ich hab's auch umgekehrt an und ich habe auch mein T-Shirt falsch rum an. Also. Ja. Okay, das ist vielleicht eher ein Problem. Ja? Wenn wir es vielleicht ganz kurz umdrehen können. Ich weiß nicht, ich bin neu. Nein, nicht. Okay. Ist mir egal. Na gut, okay. Regeln, du bist so cool. Die Regeln bleiben bei mir draußen. Okay, ja, ich bin neu hier. Ich weiß nicht genau die Regeln. Ich habe gerade meine Regel. Okay, dann Abstand. Okay. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Möchten Sie das Kleid kaufen? Klar. Ich habe genug Geld. Oh ja. Bitte. Oh, und selbst wenn ich wenig Geld hätte, ich würde es. Also dann. Ja. Okay. Piep. Was macht das? Einen Moment nochmal. Piep. Was macht das denn? Also ja, hier steht jetzt. Das ist dieses. Dieses Kleid hat eben noch, glaube ich, noch ein bisschen mehr gekostet. Ich weiß nicht genau. Ich achte eigentlich nicht auf den Preis irgendwie. Ich baller mir das einfach schön in den Einkaufswagen also rein. Jan wollte es für mich kaufen. Und was steht denn da? Ganz kurz mit meiner Kollegin sprechen. Einen Moment, ganz kurz. Ich war irgendwie zwei mehr. Ja, hi. Ja, Johannes, ich bin gerade mitten in der Pause. Was gibt's denn? Ganz kurz. Dieses Mentos-Kleid. Wie viel kostet das genau? Johannes, das habe ich dir gerade gesagt, du sollst dir die Preise merken. In welcher Ecke hängt das? Das hängt rechts. Rechts ist die teure Ecke. Das waren, sagst du mir nochmal kurz die Farbe von dem Kleid? Das ist so beige, aber steht auch nicht Mentos drin. Ist es drin. So ein Etui-Kleid? Ich weiß nicht, was ein Etui-Kleid ist. Ich habe keine Ahnung, was ein Etui-Kleid ist. Ja, eng. Okay. Aber hier steht Gucci drin und ich bin mir nicht sicher, weil auf dem Kasse steht Mentos. Okay, 2,99 €, aber das ist ja wohl nicht der richtige Preis. Also dann, okay, dann machen wir 3 Euro. Bietet jetzt 3 Euro. Wir sind hier kein Bazar, wo gehandelt wird. Ja. Du gehst jetzt bitte dahin und nimmst dir ein anderes Kleid und vergleichst die Preise. Ja, Johannes? Und dann möchte ich meine Mittagspause auch in Ruhe zu Ende machen. Können wir ganz kurz die Preise vergleichen bei dem anderen Kleid? Wir sind ja nicht Preischeck 24, okay? Jani, wir fliegen auf. Hey, okay. Wie meinst du das? Wir fliegen auf? Was? Okay, also 2,99 € zahle ich. Kein Problem. Hier hast du 3 Euro. Wenn das da drauf steht, dass wir ganz kurz machen. Bitte machen Sie nichts. Hey, pass mal auf, okay? Jetzt pass auf. Der erwischt uns voll, wir gehen in den Knast. Ich muss ganz kurz hinten zu den Kleidern gehen.
Kommen Sie ganz gleich gleich mit. Nein, Janni, wir lassen uns abhauen. Ja, Janni hat dafür gesorgt. So eins ist es ja. Ach, guck mal, aber hier steht jetzt ein anderer Preis drauf. Ja, dann würde ich den Preis einfach nehmen. 5.830 Euro für dieses Kleid. Das ist jetzt... irgendwie ist wahrscheinlich das falsche Etikett reingerutscht oder sowas. So das Geld passiert. Achso, ja, dann zahle ich mit diesem 6.000-Euro-Schein hier. Oh, Janni, du bist ja voll der... Und wow, okay, dann ist cool. Das ja kein Problem. Nee, das ist ja kein Problem. Das ist ja mehr. Dann kriege ich ja noch 200 Euro raus. Das ist ja mehr, als sie brauchen. Ich kriege sogar noch 70 Euro raus. Kein Problem. Super reich. Ganz kurz. Davon. Jetzt gibt es hier diesen Stift, wo man das testen kann auf Echtheit, aber ich denke, das ist ja kein Problem. Genau. So, jetzt ist es. Jetzt wird es bläulich. Genau, deswegen habe ich hier auch einen Stift für Sie dabei. Ach so, okay. Ja, super. Ey, mega, vielen Dank. Check, ey, das ist echt super. Jetzt ist ein X. Jetzt habe ich ein 0 durchgestrichen. Jetzt ist noch. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch. Naja, doch, das ist schon noch. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt noch 600 Euro wert ist, weil ich habe jetzt diese 0. Ja, jetzt 0 aber dann nee, pass auf, warte, dann machen wir einfach hier nochmal eine 1 davor. Dann sind es 16.000 Euro. Das ist voll reich, Janni. Das ist echt eine Menge Geld, okay. Alles klar, dann kriegst du noch ein bisschen mehr Geld raus. Ich hoffe, es ist okay für Sie. Okay, in Mentos, wenn das geht. Nee, das geht nicht. Ich hoffe, es war ein Scherz. Okay, es war ein kleiner Gag. Okay, jetzt haben Sie hier. Funny, Janni. Das Wechselgeld. Oh, ich habe echt die schönsten Tage mit ihr zusammen. Okay, das Kleid. Also nicht meine Tage, sondern einfach so Zeittage. Gut, na dann. Okay, ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Danke. Ja, tschüss, schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Peter. Hallo. Sagt Wunderheiler oder Wunden? Nee, Wunderheiler. Oh, willkommen in meinem Leben, Peter. Da habe ich doch direkt 5 Anekdoten zu. Ja. Natürlich. Klar. Hau raus. Du kommst aus so einer Esoterikfamilie, ne? Überhaupt gar nicht. Meine Eltern sind ja so richtig rational. Ah ja. Also. Was? Ja, mein Vater ist Naturwissenschaftler und meine Mutter hat damit auch gar nichts am Hut. Naturwissenschaftler? Was macht denn dein Vater? Der ist, der ist Ingenieur. Ja, come on. Wie come on? Doch. Ja, ich kann auch nicht sagen, dass mein Vater Physiker ist. Dabei ist er eigentlich nur Elektriker. So. Nee, Diplom-Ingenieur schon. Ja, come on. Und jetzt auch Energieberater. Deswegen habe ich in meinem Kühlschrank eine, da kam ich mich letztens besuchen, meinte so, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, macht meinen Kühlschrank auf und dreht mir so eine neue Birne da rein. Und jetzt habe ich immer, also wenn man den Kühlschrank aufmacht, man erschreckt sich richtig, weil es so hell ist. Okay. Oh, holy Kühlschrank. Deswegen sind die überhaupt nicht esoterisch, gar nicht. Geil. Der macht auch immer Scherze darüber. Also wenn ich krank bin, sagt er so, na Leni, dein Ski fließt nicht richtig, ne? So, okay, aber wunderbar. wenn du blutend in der Gosse liegst, gerade vom Auto. Oh, da sind deine Chakren wohl nicht ganz in Harmonie, oder? Ja, komm, nimm das. Nee, Wunderheiler. Also ich war einmal bei einer, ich hatte so Schauspielunterricht, das war eine, die war auch Schamanin. Schauspielunterricht und Schamanismus. Und irgendwann hat sie gemerkt, dass ich, sie so, Lena, wir kommen da nicht weiter, du hast eine Blockade. Aber kein Problem, wir machen jetzt einfach so Körpertherapie, weil du bist ja auch so ein Bewegungsmensch, wir machen jetzt eine Kissenaufstellung. Und dann musste ich so eine Kissenaufstellung machen, die total gut funktioniert hat. Das war nicht so eine richtige Wunderheilung. Ich musste was auch ist denn was Kissenaufstellung? Wieso musste ich denn Was ist denn Kissenaufstellung? Eine Kissenaufstellung, du kriegst so eine Box mit ganz vielen Kissen und dann ordnest du jedem Menschen ein Kissen zu. Also das eine ist dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister, die Außenwelt, du als 5-Jährige, du als Erwachsene. Und dann legst du die so an auf dem Boden, sortierst die so, wie die zueinander stehen. Und dann stellst du dich auf jedes Kissen und je nachdem, auf welchem Kissen du stehst, bist du dann halt diese Figur. Du musst dich dann die reinfühlen, oder was? Ja, was bei mir überraschenderweise total gut funktioniert hat, aber einfach, weil ich super viel Fantasie habe. Mir kann man auch sagen, du bist ein Kaninchen, dann denke ich auch so, ja. Geniale Fantasie. Ja, wirklich. Und irgendwann musste ich mich auch auf den Boden legen und viel hecheln und atmen. Und ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam. Das war echt unangenehm. Ja, sei gesagt, das war ein Ausrutscher. Das ist mir in deinen Drink gefallen, dieses Mittel. Und dann hatten wir, ein paar Nächte, die waren... Ja, ein bisschen. Ja, hechelt am Boden. Das an der Stelle. Aber ich finde diese Kissentherapie mega geil. Die war wirklich mega gut. Das hätte ich nie gedacht. So, guten Tag. Schön, dass Sie alle da sind. Ja. Ich mache noch kurz meinen Tee warm und dann können wir auch gleich anfangen. Also, wir machen heute eine Kissentherapie. Da ist es ganz einfach. Wir versuchen uns durch die Kissen in verschiedene Leute hineinzusetzen. Herr Stalin, schön, dass Sie da sind. Und Herr Hitler, schön, dass Sie guten Tag. Auch die Zeit gefunden haben. Ja, jetzt gibt es ja ein paar, ich sag mal so, kleine Reibereien zwischen euch beiden. Das ist ja historischer Fakt. Ja, das ist übertrieben, aber... Nein, das ist gar nicht übertrieben. So ein historischer Fakt. Sie können ganz normal reden,
Hitler. Okay. Also Sie müssen nicht. Gut. Ich muss nicht sprechen wie Hitler. Ich muss es nicht jetzt nachmachen Sie, wie Hitler. Sie müssen überhaupt jetzt. Sie können ganz hier selbst sein. Sie müssen jetzt nicht irgendwie in welche Rollen fallen, wie die Außenwelt Sie sehen will. Ne, also auch Stalin der Schreckliche, ne, Stalin der Massenmörder. Auch das können wir vor der Tür also lassen. Also ich kann hier durchaus auch mal meine Weiche. Darf ich Josef sagen? Bitte. Josef, Adolf, jo. Danke, jetzt Adi. Adi. Aber ich bin jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch trotzdem sauer gegenüber Bitte nicht Herrn mit der Hand auf mich zeigen. So. Bitte nicht aber mit der Hand auf mich. Bitte nicht. Ja, ich zeige ja mit der Hand auf mich zeigen. Dich. Dich? Ja, jo. Wir kennen uns schon länger, uns verbindet eine Menge. Jetzt gibt es ja so ein bisschen kleine Reibereien, ne? Das kann man auch in der Zeitung lesen. Nicht? Die, Können wir die Kissen nehmen und einfach und eine Kissenschlacht machen? Jetzt würde ich einfach mal dir, Jojo, ein Kissen geben und jetzt einfach mal, leg das einfach das mal in den Raum. Adolf gerne einfach auf den Mund drücken. Leg das einfach mal in den Raum irgendwo, wo du jetzt sagen würdest, da siehst du dich selbst. Mich selbst in die Mitte. In die Mitte. Muss ich gar nicht überlegen. Und wo würdest du dann den Adi hinlegen? In die Ecke. Als Kissen? In die Ecke. Mhm. Beziehungsweise schon in meinem Sichtfeld als Art Störfaktor. Mhm. Bedrohung, Konkurrenz. Wie fühlt sich das an, in der Ecke zu sein? Ja, kannst du dich, Adi, stell du dich mal bitte, stell du dich mal bitte auf das Kissen, das dir Jojo gerade zugewiesen hat. Der Teetrinker sagt dir, du sollst dich in die Ecke stellen. Ja, alles klar, okay. Wie fühlt sich das an? Ja, ey, scheiße, ich will nicht in diese Ecke gedrängt werden. Ich bin ein Mann der Taten, ich bin ein Mann der Anführer, ich bin jemand, der die Massen begeistert. Alles, was ich höre, ist ich. Ja, was löst das in dir aus? Welche Gefühle kommen primär da in dir Hass. Hoch? Hass. Hass gegen Juden. Mhm. Warum jetzt gegen Juden? Genau? Weil das ist so wie meine, ja, so Kanonenfutter halt. Einfach, das sind so die, auf die ich sauer bin. Weil, weißt du, dann das ist so mein Boxkissen, mein vermenschliches Boxkissen, auf die man einfach mal so den Hass ablegen kann. Mhm. So, das sind da, kann ich mal ein Kissen für Juden vielleicht kurz in diesen Ofen hinschmeißen? Nee, ich möchte einfach also, mal, dass du dich wirklich in der emotionalen Situation siehst, hier in der Ecke gestellt. Ja, das ist scheiße, das finde ich nicht gut. Also ich glaube, du merkst, Jojo, auch, wie fühlt sich das für dich an, dass du jetzt fühlst, was das für einen Effekt auf Adi hatte, dass er sich jetzt tatsächlich... Also ich finde erstmal gut, dass er sich schlecht fühlt, freut mich erstmal und das freut mich einfach, das macht mich irgendwie glücklich, Das mit den Juden ist natürlich, das ist mir im Grunde genommen egal, das tangiert mich nicht. Mhm. Ja, Adi, wo würdest du denn den Jojo ein... Können wir das Kissen haben? Den können wir das Kissen haben? Ich stehe auf dem Kissen. Das ist mein kurz Kissen. Das Kissen. Jetzt kann er mal, du durftest gerade eben. So, jetzt hab ich das Kissen. Ja, okay, alles klar. Adi auch ja, hier ist das Kissen. Dankeschön. Das Fenster mal aufmachen. Nee, so, da hinten das liegt's. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da soll ich jetzt sein? Ja. Auf der Straße? Hey, wir spielen mit deinen Regeln. Da muss er jetzt auch da drauf sich auf die Straße stellen, okay? Adi, ich mag das nicht, wie du hier wirklich die Regeln versuchst zu brechen. Nee, ich danke. Küsse nicht. Soll meine Kissen soll ich platzieren? Alles ich nur, auf der weil man nicht platziert. An der Kunsthochschule angenommen wurde, ne? Das ist mein Wunderpunkt! So, das geht zu weit, Jojo. Wir haben gesagt, da möchte ich mal nicht. Ich dachte, hier ist ein geschützter Raum, wir dürfen alles sagen. Dass du aus der Priesterschule geflogen bist, wollen wir hier auch nicht erwähnen. Lächerlich. Das so. Ist daraus. Der daraus fliegt, der hat echt. Der ja? Hat ganz schöne Probleme, würde ich mal meinen. Ja. Ja. Jetzt. Ich lege mal dieses eine Kissen in die Mitte des Raumes. Das ist jetzt das Kissen für Polen. Kann ich das Kissen haben, vielleicht? Jetzt. Ich lege es mal hier rein. Ich sitze drauf. Ich würde das Kissen ich setz mich drauf. Du ich setze mich jetzt einfach drauf. Position. Ich setze mich jetzt einfach drauf. Wenn du dich da drauf setzt, nehme ich nehme es weg. Egal, was passiert. Ja, das wollen wir ja mal sehen, weg. Ob du mir das wegnimmst. Ich will dieses Kissen wirklich gerne haben. Ich sitze da jetzt drauf. Mir gefällt dieses Kissen. Also momentan sitzt Jojo auf dem Kissen. Ich sitze auf dem Kissen. Wie fühlt sich das an für dich, Adi? Ja, wie fühlt sich das an? Primär Adi. Neid. Dieses Kissen finde ich wahnsinnig attraktiv für mich. Mhm. Hier würde ich gerne anfassen. Ich sitze ich drauf. Die Größe ich charmant. Sitze drauf. Ich finde die Nähe zu den anderen Kissen interessant. Mhm. Dieses Kissen ist strategisch wertvoll für mich. Mhm. Und du leicht weißt doch gar nicht, zu nehmen. Was strategisch bedeutet. Leicht jetzt zu nehmen. Gebe ich dir mal dieses Kissen hier, das wäre die Wehrmacht. Ah. Ja. Ja, da kann wie, ich damit fühlt vielleicht. Fühlt sich das jetzt an? Das fühlt sich dich? Jetzt ein bisschen befreiend an, weil damit kann ich jetzt mehr ein bisschen mehr Möglichkeiten gefühlt. Kann ich mit der Wehrmacht mir mal jetzt das Polenkissen schnappen? Ich sitze tu einfach auf dem mal Kissen. Das, was sich richtig anfühlt für dich. Ja, Herr Teetrinker, ich sitze auf dem. Das fühlt sich richtig und natürlich an. Wenn ich jetzt mir dieses Wehrmachtkissen. Nein! So, dann gib mir mal Polen. So, Polen. Jesus doch. Schauen Sie mal. Nein! Polen, ey, ich liebe Polen. Polen ist cool. Polen ist. Man hat Polen und man hat Polen nicht. Und besser ist es, Polen zu haben. Mhm. Das ist so mein Credo. Ganz kurz, Dänemark können Sie mir einfach so geben, das jetzt. Oh, ja, die Wehrmacht jetzt nicht für. Können wir mal kurz Cut machen an der Stelle? Mhm. Weil wieso kassiert ihr jetzt hier alles? Nein, und ich sitze jetzt hier auf dem Trocknen? Wie fühlt sich das für dich an, Jojo? Das fühlt sich scheiße an. Mhm. Gut.
dann gebe ich dir mal hier dieses rote Messer, das ist die rote Armee. Oh, und jetzt guck mal, was damit ganz passiert. Kurz auf Topic, Frankreich? Ja, hier kommt Frankreich. Scheiß drauf. Ja, okay. Ja, dann kannst du mir auch Spanien. Komm. Ja. Kann ich jetzt hier mit dem roten Messer mal? Mhm. Nimmt mich hier überhaupt keiner mehr ernst? Doch, das rote Messer ist schon... Werde ich einfach nur übergangen die ganze Zeit? Das rote Messer so, ist... So ist es wie... Adi, du bist jetzt mal ganz ruhig. Das ist jetzt dieses rote Messer. Und ich werde jetzt einfach mal Anlauf nehmen und zustechen. Ist mir auch scheißegal, wohin. Ich nehme jetzt Anlauf. Das ist historisch nicht ganz... Okay. Ich dachte, wir sind hier im geschützten Raum. Ja. Angstfreier Raum. Aber ich habe schon ein bisschen Angst. Ich nehme jetzt Anlauf. Okay. Scheiße, ich hab's verloren. Mhm. Es liegt ich hab's da. Einfach. Als rote Messer ist nichts für mich. Da war das Messer vielleicht ein bisschen zu unhandlich für dich. Ja, es war... Mhm. Ja, das kann man so sagen. Und hier fällt einem schon viel auf, sowas sagt einem auch viel über... Ich merke gerade, ich will vielleicht ein bisschen zu viel. Also ich will auch nicht, diese ganzen Kissen, die kann ich gar nicht erhalten gerade alle. Und man merkt, oh shit, da hinten kommen jetzt Amerikanerkissen immer näher. Und ich habe Angst, meine ganzen Kissen zu verlieren. Und von der anderen Seite kommt das Russenkissen. Und ich habe auch keine... Ich weiß, vielleicht ein bisschen zu viel. Ich nehme jetzt mal hier diesen Gymnastikball und lege den mal hier einfach in die Mitte des Raumes. Ja? Ja. Ich möchte den abstechen. Und das ist Stalingrad. Oh. Ja. Und jetzt möchte ich einfach mal gucken, wie ihr beiden da drauf reagiert. Mhm. Okay. Also ich würde mich jetzt mal überstürzt diesem Gymnastikball näher. Ist ein bisschen kalt hier drin, oder? Kann es sein? Ich habe die Klimaanlage mal runtergedreht. Ich glaube, okay, irgendwie ein bisschen... Also, ich möchte... Hier. Können wir auch einen Vorhang irgendwie organisieren? Mal gucken. Ja, du kannst, wenn du möchtest, kannst das Fenster zu machen. Ansonsten ich würde mich jetzt gerne... Setze mich auf den Ball. Überstürzt und unangepasst mich diesem Gymnastikball nähern. Und hüpfe. Sie hüpft auf Stalingrad rum. Ich greife es mit der Wehrmacht an. Ich habe die Wehrmacht hier. Nastrovje. Okay. Ich habe die Wehrmacht hier. Oh, jetzt habe ich sie verloren. Hat jemand die Wehrmacht gesehen? Rein technisch tatsächlich würdest du Stalingrad einnehmen, ja. Ach ja, stimmt. Sorry, ganz kurz. Die Kälte ein bisschen abgelenkt. So, jetzt. Ich kann mich auch gerade ganz okay, es wird immer kälter irgendwie. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, dass Adi Stalingrad jetzt hat? Ich kann nichts mehr sagen gerade. Ich bin voll. Ist strategisch wichtig. Ich bin an der Stelle steige ich aus, Leute. Okay. Ja. Gut, dann bleibe ich noch ein bisschen in Stalingrad. Mhm. Ja? Mhm. Ist es so? Bleibe ich noch ein bisschen, wenn das okay ist. Mhm. Und dann? Wie fühlt sich das für dich an, dass Adi jetzt Stalingrad schon so lange hat? Ungefähr einen Winter lang? Es ist ein langer Winter. Ja, das stimmt. Für mich ganz besonders. Keine Bücher bitte, Adi. Sorry, ich brauche kurz ein bisschen Gedankenhilfe. Was ist Betrügst. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen richtig darzustellen. Okay. Jojo, wie sieht's aus? Nicht gut. Ja? Ich sehe auch gar nichts mehr. Metaphorisch. Mhm. Gut, ich gebe dir hier mal 40 rote Messer. Und jetzt kannst du mal gucken, wie sich das anfühlt für dich. Ja, ich würde sagen, ich nehme andere. Ich erweitere mein Territorium. Oh nein. Mhm. Ich schlag zurück, denn okay. Der Letzte die Wehrmacht lacht am besten. Und ich verteile jetzt diese Messer hier. Sie hat die Messer jetzt einmal um Stalingrad rum gesteckt. Ja. Ja, komm doch, Adi. Und ich glaube, es ist ein bisschen kalt, die Stalingrad, wer oder? Zuletzt hat, lacht am besten. Ja. Es ist zu kalt. Ich glaube, die Wehrmacht... Ja, nach Trabje, wir haben Wodka. Ich verliere die Wehrmacht, glaube ich. Njet. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich habe auch... Jetzt hat alles so irgendwie so einen Reiz verloren. So. Jetzt hat sie wieder Stalingrad. Mhm. Sie? Ich habe hier mal dieses kleine SpongeBob-Kissen hier. Ja, das gebe ich dir mal und das steht für Cyankali. Ich habe das Bedürfnis, es zu nehmen. Mhm. Nimm es, schluck es. Dann mach doch mal mit diesem SpongeBob-Kissen. Ist noch nicht der richtige Ort dafür. Mhm. Kann ich den richtigen Ort dafür haben? Gerne. Wo es sich richtig anfühlt. Oh, da kommt wieder der sensible Künstler raus. Nicht im Endeffekt war es doch das. Im Endeffekt war es doch das Ganze. Das war der Auslösemoment für meine Hassgefühle und meine Einsamkeit.
Ich möchte mich zurückziehen in diesen Bunker. Mhm. Kann ich den in Form dieses Kissens haben? Gerne. Das Kirschkernkissen. Und jetzt würde ich die Zyankali-Kapsel. Genau. Einfach und das SpongeBob-Kissen. Ja. So. Ja, ich denke, da haben wir doch eine Menge durchgearbeitet heute. Vielen Dank. Und ich denke, es hat euch geholfen, auch mal andere Perspektiven einzunehmen, zu sehen, wie sich das auch für die andere Seite anfühlt. Man ist ja oft in seinen Gedanken immer sehr bei sich und in seinen eigenen Gefühlen mir, gefangen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, richtig gut, dass man da auch immer mal guckt, so wie fühlt sich das eigentlich für die Gegenseite an? Was macht das mit meinem Gegenüber, wenn ich etwas tue und etwas sage? Ne? Das war's für diese Woche von Gute Arbeit Impro. Vielen Dank dieses Mal an unsere fantastischen Darsteller Stefan Tietze, Lena Kupke und Florentin. Vielen Dank für eure ganzen Begriffe. Vielen Dank für eure ganzen Begriffe und nächste Woche wieder hoffentlich mit Katja. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Katja, gute Besserung.